Danke, Dadalu, und ein recht herzliches Willkommen zu einem weiteren Video von uns, die Jenkos. Heute mal wieder bei, ja, was heißt mal wieder, noch lange mal wieder bei Sebas. Ja, aber dabei ist meine Wenigkeit, ich bin der Schulz von den Jenkos und im Hintergrund zu hören der Benny. Moin. Der ja heute mitfährt, ganz fleißig, tapfer, der dann vorne sitzt, neben mir. Ja, wir sind in Berlin unterwegs, fahren die Linie 200 zur Herzallee. Ich glaube, es ist eine selbst erstellte Linie von mir, ist jetzt nicht die Originallinie 200, aber ich dachte mir so, weil jetzt momentan sowieso nichts Neues großartig von Sebas kam, ja, werden wir jetzt einfach mal ein bisschen durch Berlin cruisen. Und weil ich letztens in Berlin war und wo ich die Busse gesehen habe, in Berlin, oder die Berliner Busse, ja, da habe ich doch irgendwie schon was, ja, Lust bekommen. So, wir steigen jetzt hier mal ein. Können hier die Tür zumachen. Genau, wir stehen hier an der Betriebsstelle Michael Angelo, ach Gott, Angelo-Straße. Wenn ich jetzt richtig ausgesprochen habe, ich kenne den Platz ja nicht, hier war ich noch nie in Berlin. Ich war letztens schon an viele Orte in Berlin, aber den Platz kenne ich nicht. Beziehungsweise habe ich nie gesehen. So, okay. Wir machen mal den Motor an. Bis dahin. Das nicht an. So, nochmal Zündung. Und dann Motor. Geht der Motor nicht an hier? Ist er kaputt oder was? Achso, dann sollen wir auf neutral setzen. Aha. So, jetzt. Aha, da ging die Zündung. Da ging die Zündung an. So. Genau, Licht ist an, allem drum und dran, ja, dies, das und jenes, tralala, sieht alles gut aus. So, kann man auf neutral stellen. 30 Abfahrt, wir haben gerade 26, wir fahren schon mal so langsam vor. Freunde, ich bin heute auch das erste Mal mit unter anderem, also ich habe schon, bin schon ein bisschen gefahren, aber ja, zumindest ist heute die erste Aufnahme, die ich ja mit meinem Logitech G29 mache hier, bei dem Spiel hier. Da kommt schon der Warn-Tipp-Symbol hier. Genau, wir sind da mit dem Scania City, keine Ahnung was, 18 Meter in 3D-Variante unterwegs. Wir sind jetzt hier so, ja, so komisch unterteilt. Keine Ahnung, welcher Hintergrund. Michelangelo-Straße. Ja, gut, danke. Die Info, ja, ich weiß jetzt nicht, welcher, für was jetzt 2D, 1D, 3D steht jetzt hier. So, okay, so. Dann können wir schon mal die Türen aufmachen, lassen Leute einsteigen. Guten Tag. Junge Dame. Oh, mehr ist ja noch nicht. Haben aber noch ein bisschen Zeit hier. 3 Minuten. Ja, genau. Was hat sich jetzt so noch so verändert, was ich jetzt noch so mitbekommen habe? So ein bisschen KI, einem drum und dran, ein paar neue Fahrzeuge sind dabei. Ja, was ich auch ganz cool finde, man kann jetzt mittlerweile eine Sitzeinstellung machen. Hier, wenn man den Sitz hoch und runter packen kann und so weiter und so fort. Sichtweite. Ja, welche, wo man sitzen möchte, dann kann man den Kopf nach links und rechts schwenken lassen, Kopf nach oben und nach unten, ist eigentlich ganz angenehm, muss ich sagen. So, genau, kann man individuell anpassen, finde ich ganz cool und wird auch gleich sofort übernommen, ja, bei jedem anderen Bus. So, genau, ja, sonst hat sich nichts verändert, großartig. Abgesehen, dass irgendwie ein paar Bugs irgendwie so behoben worden sind, aber das Spiel ist ja verbuggt. Ist aber normal, es befindet sich ja noch in Early Access, deswegen, ja, dürfen wir da nicht sauer sein. Es ist ja noch in der Entwicklung. Genau, und als nächstes Update sind wieder neue Linien angekündigt. Bin ich sehr gespannt, welche das sein werden. Können wir mal auch so ganz kurz dann mal mit während bei auf der, ja, Zihute, nee. Und was zurücksetzen, weil die auch nicht, weil die Karte haben. Aha, hier, Karte. Genau, wir haben, wie gesagt, ja, Berlin-Mitte, hier oben ist Tegel, Berlin-Mittel, Charlottenburg, Wilhelmsdorf haben wir hier so ein Stücke. Ja, ein Stücke von Friedrichshain, Kreuzberg. Oh, mehr haben wir bis jetzt noch nicht. Dann bin ich mal gespannt, wo es am Bagger geht. Genau, oben, achso, und Pankow haben wir auch oben. Pankow. Na gut. Panko, Panko, Panko. So. Gut. Also kriegen wir auch die Zeit. Noch eine Minute. Dann kann man losfahren hier. Wird auch eine relativ lange Tour. Ich glaube ungefähr 50 Minuten geht die. Das heißt, Freunde, setzt euch ruhig zurück. Nehmt euch einen Tessen Tee bzw. was Kühles zu trinken. Die nächsten Tage soll es ja ziemlich warm werden.
Yep. Ah, naja, haben sie ja durchgesagt. Bis zu 40 Grad. Ja. Hitzewelle, die soll ja aus Italien kommen, wo es in Italien ja, wie sie nicht monatelang nicht geregnet hat. Also gewissen Teilen von Italien soll jetzt nach Deutschland kommen. Und naja, haben ja Angst, dass alle Menschen sterben und so, weil in Italien war schon mal 340 Leuten gestorben sind, aber hauptsächlich alte Menschen wegen der Hitze und so, aber logisch, man kennt es ja in Deutschland kaum. Also so eine richtige Hitzewelle. Das kam ja jetzt ja auch alles die Jahre erst. Aber ich finde, also hier, wir, also in der Lausitz hier, wir hatten schon richtig heiße Tage dieses Jahr gehabt, ne? Ich glaube 43 Grad war das höchste, oder? Nee, 38. 38 Grad, glaube ich. Also nur sagen, wie 50 Grad. So, wir fahren jetzt erstmal. So. So, Taxifahrer. Kann ich auch fahren, ja. Dass wir hier pünktlich sind. So, und hier vorne geht es dann los in den Berliner Stadtverkehr hier. Juhu, freue ich mich. Dreht man wieder nicht raus hier, ein Träumchen. Oh, jetzt muss man dazwischen tunneln, sonst kommen wir hier nie weg. Naja, aber ich muss gleich mal sagen, also ich finde persönlich, was jetzt im Lenkrad zu spielen, finde ich gleich, also hat gleich ein viel besseres Fahrhandling als logischerweise mit der Tastatur, keine Frage. Aber ich muss auch sagen, ich finde das richtig angenehm. Also lässt sich jetzt echt gut spielen. Force Feedback ist auch unterstützt. Finde ich echt geil, weil man hört es ja die Schlaglöcher, wenn er ein bisschen rüberfährt. Und jetzt sieht man das auch. Genau. So. Ja, grafisch ist das Spiel ganz in Ordnung, muss ich sagen. Mittlerweile. Aber es wird ja noch besser. Wie gesagt, es ist ja noch in Entwicklung. Es gibt ja jetzt auch schon eine Beta-Beta-Version. Genau. Aber ich spiele allerdings immer noch auf der Early Access. So. Gott. Mein Ganser, also ich muss jetzt hier halt sofort A, B, C. 3,80, 5 Euro, 22, nein, 22, 21, 12 Euro. So, ich muss jetzt bitte nur einmal A, B. So. Okay, okay. So. Hier und zu. Okay, so, dann geht's weiter hier. So. Genau, ich habe die Sitzeinstellung so gemacht, dass ich auch beide Rückspiegel sehe. Das ist natürlich ganz praktisch. Und die Passagiere umsehe ich jetzt hier. Also die ziemlich weit gut. Das ist ganz angenehm. So. Aber das mit dem Bremspedal hier, das ist schon. Also brauchst du nur ganz leicht antippen und dann steht da was meistens schon. Also wie gesagt, das, der bremst schon, wenn ich das Ding gerade mal berühre. Aber keine Ahnung, ob das in Realität auch so ist. Ich bin noch nie Bus gefahren, also ich habe noch nie einen Bus gesteuert. Bus gefahren bin ich schon, war ja täglich fast mit dem Bus. Ungesehen, ich habe Urlaub oder frei. Ja, aber ich bin eben halt noch nie einen Bus gefahren in Realität. Dann kann ich das nicht beurteilen. Und die Dinger von Scania hier, die hier in Berlin rumcruisen, ja, damit kann ich mich auch nicht aus. Kennst du dich vielleicht damit aus, Benni? Wahrscheinlich nicht, ne? Mit? Mit Busse. Ich fahre mit einem Bus mit, ja, aber ich weiß nicht, wie man die fährt. Ja, fahren ist, glaube ich, easier. Motor anders, Automatik, Handbremse raus. Aber und wie dann er sich fährt, weiß ich nicht. Ah, ich auch nicht. Man weiß es ja nicht. Deswegen frage ich ja. So. Okay. Oh, hier ist was los hier. Ihr wollt alle mitfahren hier? Ja, ihr traut euch was. Mit mir mitzufahren. So, guten Tag. Ein Fahrschein AB. 3 Euro macht es, bitteschön. So. Na Freunde, müsst ihr erst um die Laterne laufen. Kommt rein. So, okay. So. Okay, okay. Ah, da gab es einen Bock. Stand mal wahrscheinlich. Bordstein.
So, gut, dann geht's erstmal hier weiter hier auf der Buschspur in Berlin. Genau. Konrad-Blenkle-Straße. Konrad-Blenkle-Straße. Na ja, gut. So. Okay. So, ich glaube, jetzt haben wir ja gerade auch unseren ersten Halsmensch gehabt. Meine Fresse, was ist denn hier los? Die wollen alle mit uns mitfahren. Ja, okay, ja, verrückt. So, Dach. Ich brauche mein AW wieder. Daher mit dem Dach. Einmal AW. 3 Euro, Runde. Da gibt es 2 Euro wieder. So. Du blöde Rettungswagen, ja, ey, bleib nicht vor meiner Schnauze stehen und fahre. Oder bleib hinter mir stehen. Ah, so, jetzt habe ich eine Fallbremse mal gemacht. Und seht ihr, das steht relativ schnell. Nicht wie der Tastatur, wo du hier drücken tust und dann denkst du, bremst du auch mal? Ist gleich ganz anders hier mit dem Lenkrad. Finde ich auch gleich viel besser, das Fahrgefühl. Meiner persönlichen Meinung. So. So ist es. Die Bodestraße, Danziger Straße. Oh, man lustig, dass sie in Berlin oder so Bushaltestellen so zwei Straßennamen haben. Kennt man so gar nicht. Also zumindest von uns hier. Oder? Kennst du was zufälligerweise? Nee. Nee, kennst du auch nicht. Also Leute, tut mir leid, dass ich gerade hier so gesprächig bin. Ich komme erst von Arbeit. Ja, nee, ist alles gut. Und ich gucke auch gerade noch fürs nächste Video. Genau. Weil ihr wisst doch, vor der nach der Arbeit ist vor der Arbeit. Genauso wie Arbeit ist während der Arbeit und vor der Arbeit ist auch die Arbeit. Wir arbeiten rund um die Uhr, ja. Also aktuell gerade Benny, ich habe gerade noch Urlaub, aber ab nächste Woche sieht es dann bei mir genauso wieder aus. So. Knipprode Straße, Danziger Straße. Knipprode Straße, Danziger Straße. So, warte, dass ich auch nur über Grün komme, ich bin doch schon zu spät. Ist ja nicht. Also das würde mich wundern, wenn man mal in Berlin mit dem Bus pünktlich wäre. Ich glaube, das funktioniert nicht. Da bin ich mir sicher. Ja, ich wusste, dass das funktioniert. Ja. Ist ein Argument, ne? So, ach du Scheiße, 24 Stunden Fahrschein. Warum gibt es denn so viel Kleingeld? A, B. So, jo. Das macht dann bitte 8,80. Okay, danke. Ein Fahrschein A, B, normal, 3 Euro bitte. So, danke bitte schön. Und ein Fahrschein nochmal A, B. Das hier für da, bitte schön. Gute Fahrt. Wenn dies Airline. Airline heißt immer auf Flugzeug. Ja, aber das ist dein Spruch gewesen. Das hast du damals bei Transit auch da rausgehauen. Ja, ich glaube ja. Vielen Dank, dass ihr mit Benny's Airline unterwegs seid. Ja, das sitzt jetzt der Spruch mittlerweile halt, ne? Ist halt so. Der sitzt. Am Friedrichshain, Hufelandstraße. Friedrichshain, Hufelandstraße, wieder sind doch genau. Ja, gut. So. Am Friedrichshain. Meine Herren, ja, ey. Mein Bus ist pickebacke voll und die wollen immer noch hoffen, dass er Löder einsteigen. Wer kennt's nicht? Wer kennt's nicht, ne? So. Einsteigen. Aber auch die Verschwindung wieder rausgeholt. Na. Doch. Tür offen. Ach, das war das. Gut. Ja, lass du mich ausmachen. Jay, danke schön. Taxifahrer. Wenigstens einer. Der dann denkt, dass ich den engen Zeitplan-Fahrplan habe hier. Ey Kollege, du sollst sie nicht rauslassen, wir haben Vorfahrt. Fahre. Zeitdruck hier. Sonst beißt mir mein Chef in meinen Arsch. Will ich auch nicht.
Luxostraße. Ach, denkst du wirklich, dass dein Chef so schlimm ist? Ich habe ihn noch nie persönlich kennengelernt. Ist da hinten eine Ampel oder was? Ach du Scheiße, ey. Och, ich liebe es, wenn Autos einen Kilometer stehen, muss ich echt mal sagen. Das liebe ich. Ah, naja, was will man machen? So. Die nächste Busstation, Junge, wir haben Vorfahrt, fahre! Ey, wirklich. Wie dämlich, ey, wirklich. TMS-Studios, bitte überarbeitet euren KI. Aber dringend, bitte. Kann doch nicht sein, dass wir hier, dass wir Vorfahrt haben und dass die hier stehen bleiben. Hab zwar keinen Führerschein, aber so ist das wichtig. Also. Kann man das nicht mehr machen. So. Guten Tag. Wunderschön. Das ist pickepacke Feuerwehrspiel. Meine Fresse. Wirklich. Kann man sowas mehr machen, Freunde. So, aber das Schöne ist, ist in Berlin, was richtig schön ist, in Berlin Busspuren. So. Am Friedrichshain. So. Okay. Hier ein Dach, die Damen. Also da reinsteigen. Na kommen Sie. Nicht schüchtern sein. Ich bin vernünftiger Fahrer. In der BVG. So. Aber ist gleich grün, das passt ja perfekt. Muss man nur ausnutzen. So, wollen wir mal gucken, dass wir jetzt irgendwie hier rüberkommen. Ich glaube, wir sind zum Rot gefahren. Ich glaube, wir hatten gerade eine Busampel gehabt. Hab aber jetzt gerade nicht so drauf geachtet. So. Egal, grün ist grün. Ob Busampel oder normale Straßenampel ist grün. Aber ich kenne auch dazu jetzt nicht die Regel, aber habe ich gerade zum Sichern gehabt. Muss man mal dazu sagen. Ich glaube, hier wieder alles da hinten oder fahrt ihr nicht? Na Freunde, da war ich heute bei mir auf Arbeit. Dann habe ich heute nachträglich zum Männertag. Und Männertag ist natürlich schon eine ganze Weile her. Habe ich auch um 15 Euro. 15 Euro na, merkt man sich. Rossmann-Gutschein bekommen. Rossmann? Ja. Das ist eure Aufgabe, bitte schreibt mir bitte mal in die Kommentare, was ich mir kaufen könnte. Muss sich ja lohnen, zu Rossmann zu fahren. Der Feibel, du hast wenigstens einen kleinen Autokraft. Ja, war ja nicht lange. Na gut, damit, ja, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Und dann bin ich wieder so ein Held und vergesse ihn wieder. So. Ey, das stimmt, das schaffst du wirklich. Je nachdem, wie. Ob das man Verschwendung hat, ne? Oh. Hm? Oh, kennst du doch. Ah ja. Ja. Ja, auf dem Rückweg muss ich über Leipzig fahren. Weil ich nicht mehr nach dem Kreisbus komme. Nervig, aber naja. Wünsche mir Glück, Freunde. Glück. Ja, Glück. So. Müllstraße, Lenzdauer Allee. Grenzlauer Allee. Zum Gesetz. Und Freunde, wenn ihr das Video seht, das war dann heute Abend dann noch live. Wie gesagt, ihr seht das Video gerade am 18.07. auf. Das kommt dann morgen online am 19.07. Genau. Und da sind wir dann abends ab, ungefähr 18.30, 18.40, also zwischen 18.30 und 19 Uhr, sagen wir es mal so. Da sind wir live und zocken eine Runde Vorgeis. Und ja, falls ihr Interesse habt und mitspielen wollt, wir haben noch ein paar Plätze frei. So. Nicht mehr viele, also bemüht euch.
Oh, komm, 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 schaff mal. Oh, ja, ja, geschafft, ja. Sehr schön. So. Genau. Ich bin mal gespannt, wenn die Straßenbahnen in Berlin dazukommen. Jetzt fahren ja oben schon mal am Bahnhof und so sieht man mal Dostos oder Talent 2 Züge und die Berliner S-Bahn. Ja, ich finde nur noch die Straßenbahnen hier, die auf der Straße fahren. Ja, ich glaube, ziemlich cool, weil die fahren hier dauerhaft, die fahren hier in 2-Minuten-Takt hier. Das Hauptbahnhof und allem anderen, wie so die Region angeht, Ostkreuz und so weiter und so fort. So, dann kriegen wir grün bitte. Ey, unfassbar, wieder Verspätung. 2 Minuten, ey. Gerade war ich noch pünktlich zum Kratzen. Da sind die Ampelzeiten halt ja in Berlin. Das sind die Ampelzeiten hier. So, okay. So. Einmal die Türen aufmachen. Guten Tag, junge Dame, ein Fahrschein AB, das macht so 1 Euro. Vielen Dank. Für den Blumen. Blumen. Vielen Dank. Ich bin von dir. Die liebe mir. So. Aber da sind wir schon bei den Fernsehturm von beiden. Na gut, wir sind auch am Alexanderplatz jetzt, Menbradstraße. Bahnhof Alexanderplatz, Memhardstraße. Da war ich letztens auch beim Alex. Wenn der hier irgendwo ist. Ich glaube. Ist er jetzt hier rechts vor uns? Ne, ist der Alex? Wo ist der Alex? Hinten da hier. Ja, ja. Ich glaube, von der anderen Seite war das. Ich glaube. Bin mir jetzt aber nicht sicher. Kann sein, muss aber nicht. Jetzt sind wir gleich da vorne bei der Brücke da. Ein paar Züge. Bis jetzt hätten wir keiner. Mal abwarten. Schulz, ich brauch da mal deinen Rat. Um Himmels Willen. Was hast du denn da? Es geht um Züge. Oh, ja. weißt du noch ungefähr, welches wir bei dir installiert hatten? Szenario Pack 1, 2 oder Aufgabenpack? Specs. Von? Deutschland. Norddeutschland? Ja. Szenario Pack? Ja. Da gibt's Szenario Packs? Ja. Also ich hab keins. Die kosten das? Ja. Hey, mal gucken. So. Da muss ich mal gucken. Mit Norddeutschland generell muss ich auf eine ganz andere Seite nicht reisen. Ah. Echt, dafür gibt's. Stell ich hier gerade was fest. Ah. Du hast es mir rausgesucht, ich habe es installiert gehabt, deswegen. So. Ja, interessant. Ja, wusste ich auch noch nicht. Ich hatte dafür zu einem Pack. Das ist auch schon interessant, was du sagst. Ja, 2 Stück und Aufgabenpack ist 1 und Szenario Pack sind 2. Also 1 und 2. Und dann gibt es mittlerweile schon ein Mini-Update dafür. Muss ich dann gleich mal gucken. Wenn wir die Aufnahme hier beendet haben. Gut. So. Aber wir sind erstmal Spandauer Straße. Bei den Spandauer Steilspatzen würde jetzt der Henno sagen, ja. So, wieder aussteigen und einsteigen wieder. Ja, der Bus ist dicke Packe, weil es ein besser. Ist das so? Ja, bin ich. So, wir haben auch gleich grün unsere Busampel. Unser Bus muss ich nur ausscheißen und dann können wir rüber. Perfekt. So. Jetzt haben wir das Rohrbringen hier, ein Träumchen. Ah, so funktioniert das, so muss das. So. Dann kommt der Lustgarten, das sind für Leute, die Lust auf den Garten haben. Oh, puh. Und wir haben die Spur einfach weg hier, ja, auch interessant. So, wir bremsen und wir bremsen. So, kommen schon die Leute von dem Garten raus hier. Und beim Bus fahren. Die trauen sich einfach. So, guten Tag. Einmal wieder einkassieren, danke. So.
Aber ich muss nur Lauer hin geholt. Die Frage ist nur, wie lang. Wahrscheinlich ganz bekannt, aber fein. Aber nicht mal weit weg, da sind wir dann bei Brandenburger Tor. Vielleicht letzten auch das erste Mal. Sehr geil, wenn du von der U-Bahn-Station hochkommst, dann ist sofort das Brandenburger Tor richtig geil, also muss man echt sagen. Riesengroßes Gebäude. Da bin ich durchgelaufen, hab den Stein abgeleckt, weil wenn ich die Sachen ablecke, ist das meins, also das Brandenburger Tor gehört jetzt mir. Ja. Genau, nur so zur Information. So. So. Was noch, glaube ich, ganz geil wäre, wenn Reiti mit ihrem Dienst fahren in die Stadt hier. Oder Fahrradfahrer. Berlin hat so viele Fahrradfahrer. Das ist echt krass. Aber erstmal sollen sie den Autokarrier hier hinbekommen, bevor sie einen Fahrradfahrer oder irgendwelche Leute mit E-Rollers hier auf die Straße stecken. So. Denkt ihr immer noch? Auch gut. So, unter die Linden, genau. Dann mal kommen. Unter die Linden, Brandenburger Tor. Wir werden dann wahrscheinlich schon vorher abbiegen. Aber wir fahren in Richtung Zoologischen Garten. Genau, so, und dann geht's weiter. Und wieder Verspätung, kann doch nicht wahr sein. Kann nicht wahr sein. So. Guten Tag! Guten Tag! Also im Fahrschein, ein Einzelfahrt ABC, das macht Reihe 80. Jo. So. Okidoki, so. Dann müssen wir also rüber hier auf die Spur. Und was auf jeden Fall muss man erstmal haben hier in Berlin, vor allem hier. Bei unter die Linden, dass wir hier gleich rüberkommen, ja, in Weltwunder. So. War noch gelb, oh. War noch gelb. So, hier wird es auch gleich grün, ein Träumchen. So, muss das sein. Können Sie bitte Ihre Telefone ausschalten bei der Busfahrt? Danke! So. Okay, okay. So, komm, fahre, grüner wird's nicht. Sie in Realität hier, die machen hier, was sie wollen. So. Verdammt enge hier. Die Straße. Wilhelmstraße. Bei den Bärenstraßen hier, wo die Bären sind. So. Und auch gleich grün. Ja, ein Träumchen, Freunde. So muss das ablaufen. Wir haben zwar trotzdem Verspätung, aber so muss es ablaufen. So, okay, okay. So, da vorne sehen wir auch den ersten LKW mit der TMDMD-Lackierung. Wir werden wahrscheinlich die Lizenzen dafür noch nicht haben. Unterwegs hier. Ach, ein Berliner. Ach, kommt Leute. Oh, jetzt stehe ich wieder an der roten Ampel. Ach, oh, nee, der Streifen ist da hinten. Darf man fahren? Ha, geil. So muss das. So muss das. Okay, okay. So. Haben wir so stark vielleicht gerannt? So. So, guten Tag. Guten Tag. Oh, moin, ein Fahrschein AB. Jo. 3 kriege ich von Ihnen. Und wir kriegen dann. Jetzt hören wir auf hier zu backen. So. Jetzt sehen wir. Guten Tag, ein Fahrschein AB. 3 Euro. Passt, gelacht. Perfekt. So.
Okidoki. So. Ah ja, wenn wir auf dem Bordstein stehen, da wackelt der Bus. Da furchtbar her. Kannst keine Fahrkarten packen. So. Auch gleich grün hier. Ein Freundchen. So. Ah, ist echt eng hier in Berlin hier. Oh, zum Katzen, ey. Wenn du hier mit dem Bus langkommen, du fährst. Eine Fresse. Also in der Realität möchte ich kein Busfahrer in Berlin sein, bin ich ehrlich. Also im Simulator ist das ja schon anstrengend. Aber ich will ja nicht wissen, wie es dann wirklich in Realität dann aussieht. So. Okay. So. Bahnhof Mohrenstraße. Guten Tag, guten Tag, guten Tag, guten Tag. Sehr schön, keiner will eine Parkkarte. Führen zu und dann können wir gleich wieder losfahren. So. Wo kommen wir von der LKW? Kommt ja. Ah, war hier rein, ja. Gut, perfekt. Sehr schön. So. So, und wir fahren dann einmal rechts rum. So, natürlich mit Schmackes hier wie in Berlin. So. Freunde, wenn es ab und zu mal lecken sollte oder irgendwie so, das liegt am Spiel. Wie gesagt, das ist ein Early Access. Hier kannst du gefühlt jeden Tag eine Grafikeinstellung machen. Irgendwie leckt das ab und zu irgendwann mal. Ich kann es leider nicht ändern. So. Na komm. S- und U-Bahnhof Potsdamer Platz. So, da sind wir am Potsdamer Platz. Bei den Potsdamern war ich letztens hoch. Hier vorne. Ah, gut, das Spiel ist abgestürzt. Na geil. Ja, Freunde, da würde ich sagen, war es das von dieser schönen Fahrt? Ach ja, nett. Aber Freunde, das ist es halt, ne? Wie gesagt, das Spiel ist ein Early Access, aber das Spiel warnt zumindest vor, dass es im Fall abstürzen kann. Ist das ein Video halt, ne? Egal, Freunde. Gut. Ich würde sagen, trotzdem, das Video kann veröffentlicht werden. Ist jetzt egal. Fehlermeldung, bla 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 bla, dies, das und jenes. Hätte ich mir aber schon denken können, wenn es die ganze Zeit so durchgelegt hat, dass es gleich abschmieren wird. Ja. Seid bitte nicht böse, aber ich hoffe, euch hat trotzdem das Video gefallen. Wenn ja, lasst es gerne so wissen, ein Däumchen nach oben. Könnt ihr ja gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr vielleicht mal ein paar mehr Folgen von Sebastian sehen wollt. Auf welcher Linie, mit welchem Bus ich mal unterwegs sein soll. Ja, dann würde ich sagen, ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und die Glocke aktiviert, um keine weiteren Videos mehr von uns zu verpassen. Und dann würde ich sagen, da sind wir wieder raus und sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.